Axel, ich möchte in Camtasia ein Video aufnehmen und möchte da auch selbst zu sehen sein. Also die Webcam soll aktiv sein. Das ist aber relativ viel Arbeit, das Ganze nachher in Camtasia richtig einzustellen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, irgendeinen Trick, damit ich schneller ans Ziel komme? Ja, Markus, das gibt in der ganz neuen Version, in der aktuellen Version von Camtasia, gibt es eine Möglichkeit. Teil doch mal deinen Bildschirm und dann erkläre ich dir, wie das geht. Ja, du hast ja den Recorder gestartet und siehst rechts unten dieses Camtasia Rev und das erscheint ab der Version Camtasia 2023.3.0 und das ist standardmäßig eingeschaltet und du machst jetzt einfach ganz normal die Aufnahme, so wie du es bis jetzt auch immer gemacht hast. So, und jetzt sieht das völlig anders aus als in der alten Version oder in der Vorversion. Du hast jetzt hier unten fünf Reiter, die du sozusagen nacheinander durchklicken kannst. Und anfangen tut man mit der Größe. Du kannst jetzt überlegen, möchtest du die Größe der Aufnahme oder 16 zu 9 oder möchtest du ein vertikales Video? Und wenn du raufklickst, siehst du immer sofort, wie das dann später im Video entsprechend aussehen würde. Wir nehmen mal 16 zu 9, das ist ja der Standard im Prinzip, und gehen dann einfach auf Layout. Und bei Layout siehst du jetzt einmal so eine Figur. Wenn du diese Figur siehst, das ist deine Webcam. Wenn da so kleine Sternchen sind, ist deine Webcam freigestellt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auf das 2 weiter raufklickst, dann ist deine Webcam in dem Kreis drin. Und wie gesagt, man kann da auch noch runterscrollen. Da gibt es dann auch noch mehrere Möglichkeiten, die du dir angucken kannst. Und die kannst du später auch noch alle entsprechend bearbeiten. So, dann der dritte Reiter ist der Hintergrund. Du siehst, es ist so ein blau-roter Hintergrund gewählt. Da kannst du jetzt einen dieser beliebigen Hintergründe wählen, die es dort gibt. Die sind alle auch aus der Bibliothek. Der nächste Reiter wäre der Effekte-Reiter. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel den Cursor einzufärben oder du kannst den Cursor noch mit dem Schatten versehen und die Größe ändern. Das sind Einstellungen, die da gehen. Und als letztes die Filter. Das sind Farbfilter, die sich auf deine Webcam beziehen. Das heißt, du kannst jetzt hier eben so ein Schwarz-Weiß, hast du schon ausgewählt automatisch, oder du gehst wieder auf ein Farbbild. Und je nachdem, wenn dann deine Aufnahme vielleicht zu blass ist, kannst du da irgendwas wählen, was ein bisschen mehr Kontrast und ein bisschen mehr Farbe hat. Und wenn du dann die ganzen Einstellungen vorgenommen hast, dann gehst du entweder oben auf In Camtasia bearbeiten, könntest es auch direkt exportieren, aber wir wollen das mal im Camtasia bearbeiten. Und dann siehst du, dass in den Spuren siehst du die einzelnen Spuren, so wie das angelegt wurde. Und du kannst jetzt auch zum Beispiel, wenn du mal nur auf dein Webcam-Video klickst, kannst du auch im rechten Eigenschaftenbereich ein bisschen runterscrollen und kannst dort zum Beispiel, wenn du weiter unten gehst, kannst du das Hintergrund entfernen rausnehmen oder auch diese Farb-Lookup-Tabelle, also diese Farbeinstellung, einfach ausschalten oder hier auch noch anpassen. Das heißt, die ganzen Sachen sind noch später veränderbar und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne, einfache Möglichkeit.